Hamburger. Jetzt isst er mir ein vor hier. Da. Sagen. Und der andere liegt wieder auf dem Boden. Wie der ungeliebte Fisch, der auf dem Boden liegt. Du, du siehst ja auch, wenn ich jetzt Hunger habe quasi und ich habe den... Also der zeigt mir jetzt hier an, bis wohin er auffüllt, ne? Ja. Also durch... Das blinkt dann so. Ja. Wenn du Shift gedrückt hältst über dem Inventar, siehst du es auch so... so. Ja. Wollen wir mal eben kurz die Kühe hier spawnen lassen? Obwohl, eigentlich... Ja. Brauchen wir da jetzt auch so ein Vorgehege, aber ich kann ja hier so... Ich muss ja nicht da reingehen. Also jetzt. Eigentlich gehen wir zu denen ja nicht rein. Wenn wir einen Eimer haben, dann können wir die ja so melken. Eigentlich müssen wir zu den Kühen nicht rein. Ja, ist ja Agro. Gut, ist ja gut. Mein Gott, du kriegst gleich keinen Partner. Lass mich in Ruhe. Ich habe auch überhaupt... Beide auf dich, ne? Auch wunderbar. Ja, weil ich sie... das ist der Dank dafür, dass sie leben dürfen, weißt du? Ich kann ja mit meinem Schwert mal reinspringen. Ja. Siehst du? Sind doch ganz lieb. Ja, ja. Los, jetzt du. Nee, ich mach das nicht. Hier, kannst du wieder haben. Na schön. Obwohl. So ein schönes Turtles Quartz Langsword. Gib mal her. Du wirst die Kühe nicht töten. Die Schafe nein, auch nicht. Nein. Ach, Quatsch. Aber du könntest ein paar. So, Rechtsklick. Wo ist rechts? Okay, da. Ich halte das gedrückt oder was muss und ich denn, machen? Und, na, dann lädt er auf und wenn du loslässt, springst du los. Ah. Wenn es halt in der Luft. Das war ja. Ja, wenn du es in der Luft machst oder in einem gesprungenen oder in einem gerannten Sprung, dann geht es natürlich noch schneller. Wenn du es rennst und springst und dann in der Luft loslässt, dann ist es natürlich noch schneller. Was hast du denn gemacht? Du bist geschlichen. Du hast dich gebückt. Ja. Doppelklick nach vorn und in der Luft loslassen. Oder STRG. Geht auch. Nein, das geht hier nicht, weil das Vanilla 1.7 ist. Nein, geht nicht. Das geht nicht. Du rennst auf Steuerung nicht. Warum geht das hier nicht? Weil das ein 1.8-Feature ist. Ach so. Ja. Oder in meiner anderen Mod-Serie geht das auch, aber da ist es halt eine Mod, die es einfügt. Also das ist kein Vanilla. Nicht, dass es da Verwirrung gibt. Was ist jetzt eigentlich mit der Solarzelle hier? Wolltest du nicht eigentlich Redstone holen? Ja. Stimmt, gibst du mir das Schwert denn mal wieder? Verdammt, Scheiße, und geht das nicht kaputt? Da. So, ich gehe jetzt ein bisschen töten. Ich versuche mal rauszufinden, ob wir das Material, mit dem wir Redstone abbauen können, vielleicht schon... Nein, können wir nicht. So wie es aussieht. Ein Mini-Zombie! Na, kommt mal hier, meine Kleinen. Das sind die furchtbarsten Mistviecher, die es gibt. Die sind richtig... Oder kann man Redstone irgendwie herstellen? Anders herstellen? Der Creeper macht hier nichts Schrott, ne? Dürfte er eigentlich nicht. Wenn da jetzt was kaputt geht, ja, dann... Ja? Es gibt Redstodendron-Seeds. Was für Dinger? Na, Rhododendron, nur mit Redstone. Redstodendron. Geil, das ist ein Creeper-Kopf, den will ich haben. Hier aus Red Tulip, Poppy, Pumpkin Seeds, Potato. Okay, also wir können uns... machst du jetzt mal irgendwas, bevor ich sterbe? Ja, ich komme nicht ran an das Skelett. Wir können uns Redstone-Pflanzen anbauen. Geil. Die gehen irgendwo über eine rote Tulpe und über eine Daisy. Mhm. Und die bekommen wir aus einer blauen Orchidee und einer Dandelion, einem Löwenzahn. Sugarcane, Melon. Okay, das ist normale Mutation. Dann können wir uns Redstone anbauen. Aber da braucht ein Redstone-Ohr als Untergrund. Okay. Nee, das ist glaube ich, zu komplex. Ich kann dir jetzt auch nicht komplett zuhören, weil ich hier konzentriert bin. Magical Crops gibt es nicht. Das sind Pfeile. Und Fluxed Crystals gibt es auch nicht. Was hast du denn mit deinen Pfeilen? Das ist doch voll unwichtig. Ja, der Enderman ist da jetzt noch drin. So, wir können einen Hammer aus Mana-Stil auch bauen, das ist ja doof. Flux-Infused Hammer. So, was haben wir denn hier schönes? Knochen, Gehirne. Kein Redstone bekommen. Na schön. Dann wieder zurück zum Cobblestone-Generator. Jawohl. Zu Befehl.
Jawohl, Chef. Jetzt gucke ich. Mann, das kann doch nicht sein. Jetzt gucke ich nach einem Blockbreaker. So. Ach, du lieber Himmel. Ach, du. Sind die denn verrückt geworden? Für einen Blockbreaker braucht man zwingend eine Smeltery. Ah. Und Invar. Oh, Invar. Oh, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das war doof. Das fand ich doof zu machen. Und Plastik. Das heißt, wir müssen Rubber Trees anbauen. Okay, also das fällt schon mal weg. Was gibt's denn für Alternativen? Es gibt doch von Thermal Expansion auch irgendwelche Blöcke, die den Block vor sich abbauen. Terra Smasher. Tin und Invar. Ach Mann, lass mich doch mit Invar in Ruhe. Ja, Invar ist doof. Da brauchen wir Pulverized Iron und Pulverized Ferrous Metal. Okay. Hättest du eventuell mal zwei Cobblestones? Ja, genau zwei. Da wollte ich gerade einen Hammer draus bauen. Du wahrscheinlich auch, wa? Ja. Ja, das ist doch schon mal was Schönes. Ich habe übrigens noch 17 Gravel gefunden in der 17. Kiste. Mhm. Okay. Ich werde jetzt einfach versuchen, einen Terra Smasher zu bauen, damit wir endlich mal den Cobblestone Generator automatisieren. Der braucht bestimmt Energie. Bestimmt. Und weißt du, was wir dafür brauchen? Zwei Tin Gears. Ah. Manu. Aluminium, Nickel, Aluminium, Copper, Aluminium Brass, Lead, Gold. Hm. Du bist jetzt immer noch bei. Hä? Du bist jetzt noch bei Dings dabei? Ich bin dabei, Sand zu machen, um für Redstone quasi. Okay, hier ist noch ein Sand. Ach, egal. Das ist meiner. Ja, aber. Nee, ich hab aber. Warte mal. Du hast doch einen Hammer. Bleib ja. Willst du haben? Ja, brauchst du ja nicht mehr, ne? Gerade nicht mehr. Ja, gut. Okay. Ich habe hier zumindest ein Tin. Das ist ja schon mal ein Sechzehntel. Ein Achtel. Das ist ja was. Ich werde jetzt erstmal Sand ziehen hier. Mann. Achte mal auf Tin. Ja. Und, ach, ich brauche ja auch einen Redstone dafür. Hm. Und zwei Iron. Iron müssten wir aber auf jeden Fall haben. Ja, ich werde jetzt einfach mal, ich werde jetzt hier trotz meinem Stolz mal alles verarbeiten. Ja, mach mal. Das kann es ja nicht sein mit dem ganzen Metall. Aber mein Inventar ist voll, was für eine Überraschung. Ja, wollte ich sagen, alles Neues. So. So, bam, alles rein. Axt brauche ich jetzt auch nicht. Okay. Zucker haben wir da noch. Gut. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? 40 mal Aluminium. Mann, was ist denn hier los? Hm, und 40 mal Iron. Ja. Ich weiß, du hast ja, ich wollte das ja schon verarbeiten, aber hast du gesagt, das brauchen wir erstmal nicht. Ja. Aber trotzdem haben wir nie bekommen, was wir brauchen, oder? Oder nee. Erst nach sehr langer Zeit. Und dann halt, ja, eben auch nur total wenig davon. Ja, das ist ja alles ganz schön hier, aber. Aber das wird wenn mir jetzt ich mich nicht helfen. Jetzt hier hinstelle, kann ich hier noch 7. So müsste das eigentlich klappen, dass es nicht in mein Inventar kommt. Wenn du das so unbedingt vermeiden willst? Ja, wenn ich weit genug wegstehe, dann funktioniert das. Dann, wenn ich hier stehe. Und es kommt unten aus dem Hopper raus. Ja, in der Tat. Und dann können wir das da mit einer Pipe zu dem Autopackager bringen. Oder eine Autopackager daneben stellen, ist vielleicht einfacher. So, wie viel ist denn da jetzt? Aber ganz ehrlich, dafür, dass ich eben, ich glaube, 5 oder 6 hier durchgehauen habe, sind nur 2. Da ist sogar Tin dabei. Ja, aber nur, da geht jetzt. Nur 2 in die Kiste gegangen. Ja, aber dann. Und das andere ist nicht in mein Inventar geploppt. Also geht da irgendwas verloren. Nee, wieso? Du musst ja nicht immer was bekommen. Manchmal bekommt man nichts. Aber so oft hintereinander? Ja, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich wenigstens 6 Crushed Tin Ore. Ja. Das ist doch gut für dich, oder nicht? 6 Crushed Tin Ore. Ja. Ja, klar. Ja, wenigstens ein bisschen, also, ne? Ja, ja. Könntest du hier. Huch! Ja, nee, kann ich jetzt gerade nicht. Ich bin beschäftigt. So, das ist alles, was in der Kiste war. Ist ja gar nicht so hoch.
Auf welcher Höhe bist du gerade? Ich bin auf. Was? Ach, das steht hier jetzt hier anders. Ach. Y-Wert. 57. Okay, ich bin auf 110. Naja, kannst du mal sehen. Das ist doch. Ich könnte jetzt natürlich von hier auch ins Wasser reinspringen. Das lässt du lieber. Warum denn? Ja. Optifine habe ich auch nicht hier. Mist. Nein, weil Optifine ganz böse ist in Modpacks. Ja, ja. Sag nicht ja zu mir. Ja, das stimmt. Das wissen wir ja alle, was das eigentlich heißt. Aber das meinte ich natürlich nicht, das ist klar. Ne? Man könnte sogar das, was ich gerade mache, mit einem Autonomous Activator automatisieren, indem man den einfach unten hinstellt. Ist ja alles Gravel und Sand und wird nachrutschen. Hm. Man müsste nur selber von dem Berg wieder runterkommen. Gut, da könnte man theoretisch in Wasser springen. Hm. Wer macht das von uns beiden? Du legst es auch drauf an. Ich soll ins Wasser springen, ich soll mich mit dem Wasserfall runterlassen. Lauter so eine gefährlichen Sachen. Richtig. Hier, würdest du den auch noch abbauen, bitte? Los. Ich bin... Was? Ja, du bist gerade... Was? Guck mich doch mal an. Wo denn? Hier. Hier. Was ist das denn? Voll klein und wertlos. Das ist sehr wertvoll, mein Lieber. Wertvoll. Ja, aber wir brauchen 8 davon, nicht nur einen. Ja, weißt du, auch noch hier rummeckern, wenn ich wertvolles... Solange wie du nicht 8 beisammen hast, trittst du mir nicht mehr unter die Augen. So einfach ist das. Wie frech. Ja, dafür regnet es jetzt. Prima. Ich kann auch nicht weiterarbeiten, wenn ich keinen Hammer habe. Okay, die Pickaxe hast du auch. Das heißt, ich kann da keinen Stein ab. Gut. So, dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen mehr Cobbles abbauen. Weil die Hammer sind ja irgendwie recht rar bei uns. Oder beziehungsweise gehen ruckizucki kaputt. Und ich gehe gleich nochmal Monster töten. Vielleicht ist meine Hexe dabei. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Man, da habe ich vorhin ja auch bei der ersten Hexe gleich Redstone bekommen. Ja. Verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal alles so selten ist. Tja, weil wir es brauchen jetzt. Ja, aber das ist doch keine Erklärung. Das macht doch... Ich bin ein Mann der Logik. Ja. Das macht doch alles keinen Sinn. Das ist aber immer so. Ja, das ist aber nicht fair. Nee. Das finde ich ganz doll doof. Das reicht erstmal. Ups, das war falsch. Oh weh, ich gucke gerade, ob mein Hammer überhaupt reicht, um runterzukommen. Hoffentlich nicht. Aber es ist... Ja, jetzt fängst du an, wieder Glenvern. So, jetzt habe ich leider zu wenig Sticks. Warte, ich mache dir gleich Hammer mit, ne? Wann baust du jetzt eigentlich das Schloss, von dem wir geredet haben? Ach ja, gar nicht. Was ist denn jetzt damit? Ja, wie jetzt? Ich dachte, das wolltest du bauen. Vor der nächsten Aufnahme. Hier ist ein Hammer für dich drin. Nix da. Okay. Kannst du dir rausnehmen. Und, Da ist keine Kohle mehr im Ofen. So. Und übrigens, hast du gehört, was wir für Noobs sind? Wieso? Meine Güte. Na, weil wir nicht wissen, dass man mit einer Kohle 8 Items schmelzen kann. Ja. Mann. Wer ist er denn? Wo, wer? Was ist denn jetzt los? Ja, so ein Typ hier. Wer ist er denn? Was hast du gemacht? Wer ist das? Ja, weiß ich nicht. Cyanide Epic. Es ist kein Spieler, wir sind nur zu zweit. Hier können auch nur 2 rauf. Vor allem, ich glaube, ich hatte vorhin schon mal so einen und er hat nämlich, guck mal, die Tür ist zu. Töte ihn. Hat er irgendwelche Probleme, so wie Töte er ihn. Hier nervös? Hin und guck mal, da sind noch mehr. Ja. Alter, Moment. Wir bleiben jetzt kurz mal hier stehen und ich gebe Game Rule Mob Griefing. Hoppala. Ist Angst? Griefing False. Ich habe Angst, dass ich es vergessen habe, aber ich glaube, ich habe es schon 2-mal eingegeben. So, Game Rule has been updated. Der könnte nichts kaputt machen. Cool. Aber dich können sie trotzdem kaputt machen. Ich verstehe nur nicht, was diese Typen da drin sollen. Sehr schön. Ja, das weiß ich auch nicht. So, also ich, jetzt hat er aber. Ich bin der Meinung, es gibt eine Mod, die nennt sich Headcrumbs. Und die fügt berühmte Minecrafter ins Spiel ein als Mobs. Aber die kannte ich jetzt nicht. Den kannte ich auch nicht. Es ist auch so, dass Jaded Cat auch als Mob erscheinen kann. Das ist die Modpack-Autorin. Und ich bin der Meinung, das sind ziemlich krass trollende NPCs.
Von dem, was ich gehört habe, können die einen irgendwie niederschlagen und dann mit deinem Jetpack losfliegen und dann sind sie weg. Wie geil! Also ganz merkwürdig. Wo ich dann wirklich Sachen auf Reddit gesehen habe, ein NPC namens Jaded Cat hat mein Jetpack gestohlen und ist weggeflogen. Das ist, witzig. Ja. Sowas kann, glaube ich, passieren. Aber solange wie die nur da drin spawnen, sie gelten ja als aggressive Mobs und dann sollte eigentlich nichts passieren dürfen.